Leute, was soll ich sagen? Hatte eigentlich nicht geplant, dass heute noch ein Video kommt, aber es gibt wieder einen Grund dazu, weshalb ich jetzt mich vor die Kamera setze und euch etwas mitteilen muss. Und zwar kann ich euch eins sagen. Ich höre verdammt nochmal nie wieder auf Don seine Anime-Empfehlung. Also Don, falls du das gerade siehst, du kleiner. Ich habe ihm geschworen, dass wenn ich das durchziehe und mir die Kacke, die ich mir gegeben habe, anschaue, werde ich ihn per YouTube quasi fertig machen. Und genau das mache ich jetzt. Also, ich erzähle euch einfach mal die komplette Story irgendwie. Don und ich haben privat ein bisschen gequatscht und da ging es teilweise auch um Anime und dann kam es. Er hat gesagt, wie hieß die Kacke nochmal? Widow of Healer oder so? Verurteilt mich nicht, falls ich das falsch ausgesprochen habe oder so, aber das hat er mir empfohlen. Er meint, das ist richtig gut. Ja, und nachdem ich mir schon seinetwegen Boku no Pico, Euphoria und Yarichin B-Club angeguckt habe, und ich habe auch schon zwei Videos darüber gedreht, weshalb man sich diese Animes besser nicht angucken sollte. Eher Hentais oder Yaois. Also Männerliebe und Hentai ist halt Anime in Porno. Ja? Bitte verurteile mich nicht, YouTube. Aber jetzt hat er mir das empfohlen. Und er meinte erst, guck's dir an, es ist eine gute Empfehlung. Ich habe mich geweigert, weil ich ganz genau wusste, dass dann sowas passiert. Dann habe ich mir eben gerade die erste Folge angeguckt. Oh boy, hätte ich das mal lieber nicht getan, weil dieser Anime, ich muss sagen, er ist konsequent. Also die anderen waren von Anfang an auf scheiße und total pervers, aber dieser Anime ging über, also er ging, die erste Folge ging irgendwas mit 24 Minuten und sagen wir mal, die 20 Minuten davon war eigentlich alles normal soweit, so halt voll gut so und dann am Ende. Ich kann auch kaum was jetzt hier irgendwie einblenden oder so oder was zeigen oder was sagen, weil ich habe keinen Bock, dass das Video demonetarisiert wird. Aber es ist. Ich bin auch so dumm und höre immer auf diese Idee, weil ich habe ihm immer wieder gesagt, vorhin geschrieben, nein, ich reagiere nicht drauf. Ich guck's mir nicht an. Jetzt habe ich's geguckt. Und bestimmt werde ich auch noch weiter gucken, weil jetzt kommt's nämlich. Dieser Anime hat eine Staffel plus 12 Folgen. Das heißt, ich habe jetzt noch 11 Folgen, die ich gucken muss. Und ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Es ist. Also, wenn ihr Don kennen würdet, privat so, und er euch Animes empfiehlt, hört nicht immer drauf. Er hat manchmal gute Ideen, so ja. Wie zum Beispiel Naruto, was ich eigentlich relativ gerne mag. Aber. Jetzt muss ich schon ein drittes Video machen. Und ich habe auch schon auf alle drei Folgen von Boku no Pico reagiert. Und ich habe keinen Bock, jetzt nochmal auf diese Kacke zu reagieren, weil immer wieder so eine Scheiße dabei rauskommt, wenn ich auf seine Anime-Empfehlung höre. Dieses Video ist total dumm eigentlich, aber. Also, ich werde euch den Titel des Films, Serie hier mal unten einblenden, damit ihr ganz genau wisst, dass ihr diese Kacke nicht guckt. Also, ich sag euch auch nicht, auf welche Seite ich die gefunden habe, weil sonst irgendwo anders habe ich die nicht gefunden, weil ich will euch da. Nehmt mir nicht persönlich, wenn ihr Anime-Fans seid, ich will euch davor schützen. Und wenn ihr selber diese Serie geguckt habt, weil. Ich kann euch ja mal hier kurz ein Bild einblenden, wie ihr seht. Gibt es tatsächlich Leute, die diese Serie geil fanden oder gerne gemocht haben? Und ja. Ich weiß nicht, was da nicht stimmt, aber das ist auf jeden Fall nicht das, was. Ne? Aber ich will jetzt auch aufhören, darüber zu reden. Ich gebe mein Feedback dazu. Diese Serie bekommt bis jetzt
von mir, ganz ehrlich, eine 3 von 10. Weil bis jetzt ist sie noch nicht so pervers wie die anderen, die ich gesehen habe, die von mir eine glatte 0 bekommen von 10, ja. Aber vielleicht werde ich euch nochmal ein Feedback geben, wie insgesamt die Serie war, wenn ich sie durchgeguckt habe. Wie gesagt, ich habe jetzt noch 11 Folgen vor mir. Und Don, du kleiner Schlingel, wenn du dieses Video hier siehst, der geht raus an dich. Tut mir leid. Aber. N-n, n-n. Ich kann. Ich weiß halt einfach nicht, warum ich immer wieder auf seine Anime-Empfehlung höre. Und ich schwöre euch, das wird jetzt aufhören. Ich habe jetzt bis jetzt schon. Das ist jetzt der vierte Hentai, den ich gucke, der bis jetzt Kacke ist. Und das wird der letzte sein. Das wird der letzte sein. Das schwöre ich euch bei Gott, Don. Du kleiner, ey, wart's ab, ey. Ich werde es dir so zurückgeben, weil diese Kacke, die kriege ich nie wieder aus meinem Kopf. Es reicht schon, wenn ich die anderen drei nicht mehr aus meinem Kopf kriege. Wenn ich zum Beispiel gefühlt jedes Mal ein scheißgrünes Auto, ein Vanilleeis oder irgendwas sehe, was mit einer Babyflasche zu tun hat, dann bin ich schon wieder raus. Die Leute, die das geguckt haben von euch, die das jetzt gerade mir, die sich das Video angucken und diese Animes geguckt haben oder Hentais, die können es vielleicht verstehen. Und die Leute, die das mögen, tut mir leid, aber das. Nee, aber. Also wenn ihr wollt, dass ich auf diese Serie reagiere, dann gebt einen Daumen nach oben und lasst es mich wissen, weil ich habe ja schon, wie ihr wisst, auf Boku no Pico alle 3 Folgen reagiert. Ich wollte eigentlich auch noch auf Euphoria reagieren. Ja, Yarachin Punkt 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 Club, das Wort kann ich jetzt nicht aussprechen. Habe ich nirgendwo gefunden, da bin ich aber ehrlich gesagt froh drüber. Aber wenn ich mir wirklich die erste Folge Euphoria oder so oder mit euch mal reinziehen soll, dann gebt einen Daumen nach oben oder wie jetzt das hier, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Aber vielleicht ist das meine Rache und ich ziehe Don mit in die Hölle. Das heißt, wahrscheinlich könnte es sein, dass ich ihn da reinziehe und wir gucken das beide zusammen. Aber nichtsdestotrotz würde ich das Video jetzt hier auch beenden, weil. Naja, was soll ich sagen? Ich will nicht dauernd solche Videos drehen müssen, die auch total dumm sind eigentlich, aber ich will einfach meine Wut und meine Erfahrung mit dieser Scheiße irgendjemandem teilen, weil Don, dieser Kleine, wegen ihm gucke ich das. Aber gut, das ist meine Erfahrung mit Widow of Healer. Guckt es euch nicht an. Guckt es euch nicht an. Das ist mein Fazit. Guckt euch das einfach nicht an. Dann sind wir alle happy. Wir leben alle glücklich und zufrieden. Und ich gehe jetzt meinen Vertrag für Satan fertig schreiben. Also bis dann. Do just what I do, and I hope you let me in, yeah.